Kunterbunter Warenmix auf dem Wiesbadener Wochenmarkt, auch bei den Preisen. Er setzt auf Altbewährtes. Centgenau wird der Preis hier angegeben. Wäre schon interessant, wenn der Staat das abschaffen würde oder aufrunden könnte. Dann wäre es einfacher und schneller. Der italienische Nachbar macht es sich da nicht so schwer. Ich mache alle runde Preise, um zu vermeiden, diese ganze Bewegung mit dem Kleingeld. Eine Taktik, die er sich vielleicht aus seinem Heimatland abgeschaut hat. Denn Italien hat den 1- und 2-Cent-Münzen den Garaus gemacht. Als fünftes EU-Land nach den Niederlanden, Belgien, Finnland und Irland. In diesen Ländern werden die Preise auf den nächsten 5-Cent-Betrag ab- oder aufgerundet. Kleingeld ade. Auch auf dem Wochenmarkt kann man sich das gut vorstellen. Manche Kunden sind sehr froh, wenn sie es los sind. Und wir reisen uns nicht wirklich drum. Europaweit sind besonders viele von eben diesen Kupfermünzen im Umlauf. Von den 1-Cent-Münzen sind es sage und schreibe 35,5 Milliarden. Also fünfmal mehr als von den 2-Euro-Münzen. Der Grund? Der Glückscent geht öfter mal verloren oder findet sein Plätzchen eher im Sparschwein als im Portemonnaie des Besitzers. Aus diesem Grund wird immer wieder nachproduziert. 2011 wurde gerade einmal jede fünfte 1-Cent-Münze zum Bezahlen verwendet. Hier zahlt der Kunde nur runde Preise. Der Wiesbadener Fairtrade-Shop hat das Kupferkleingeld abgeschafft, auch aus ökologischen Gründen. Es geht darum, Ressourcen zu sparen. Und zahlt der Kunde trotzdem mit den roten, kommt es zwar in die Kasse, aber wir spenden es für einen guten Zweck. Doch was kostet eigentlich die Herstellung solcher Kupferlinge? Konkrete Angaben dazu gibt das Bundesfinanzministerium nicht. Alles streng geheim. Räumt aber ein, dass die Herstellungskosten der 1-Cent-Münze höher ausfallen, als diese eigentlich wert ist. Ein Verlustgeschäft also. Wäre es daher nicht sinnvoller, dem Beispiel der europäischen Nachbarn zu folgen? Die Abschaffung einzelner Münzen kann nur auf europäischer Ebene beschlossen werden. Damit bleiben die 1- und 2-Cent-Münzen auch in denjenigen Ländern gesetzliches Zahlungsmittel, die freiwillige Rundungsregeln für den nationalen Bargeldverkehr eingeführt haben. Bedeutet im Klartext, die Kupfermünzen bleiben uns noch einige Zeit erhalten und werden weiter wandern, von der einen Hand zur anderen.